Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder und haben heute schon den zweiten Advent. Das ist toll, dann gibt es gleich wieder eine Geschichte für uns alle. Genau so ist es. Wir hören heute, wie es weitergeht mit Josef und Maria. Aber bevor wir die Geschichte erzählen, singen wir die zweite Strophe von dem Lied Wir sagen euch an den lieben Advent. Und wie immer, wenn ihr es könnt, singt gerne mit. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins um des anderen an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Kinder, macht euch bereit, das nächste Türchen öffnet sich weit. Sehr gut. Spät am Abend ging Josef nach draußen und zog sich ein wenig zurück. Was hatte Maria zu ihm gesagt? Sie bekommt ein Kind? Aber Maria war doch seine Frau, sollte seine Frau werden, und er liebte sie. Oh, was bin ich enttäuscht! Wie traurig, dass sie mir das antun konnte. Aber was kann ich jetzt machen? Am besten ist es wohl, wenn ich mich zurückziehe und in eine andere Stadt gehe. Und ich hoffe, dass ihr nichts Schlimmes passiert. Aber bei ihr bleiben kann ich nicht. Mein Herz tut mir weh. Und ich bin wirklich traurig. Während er so nachdachte und einige Tränen über sein Gesicht liefen, wurde es plötzlich hell und ein warmer Klang war zu hören. Der Engel des Herrn trat zu ihm und er sprach auch zu ihm. Josef, hör mir gut zu. Du bist traurig und verwirrt. Das verstehe ich gut. Aber du musst wissen, das Kind, was Maria bekommt, das ist von Gott. Ich habe sie gefragt, ob sie die Mutter werden möchte. Und sie hat ja gesagt, weil sie Gott liebt. Und du liebst Gott doch auch. Und du liebst Maria. Wir brauchen dich. Gott braucht dich, damit du der Vater des Kindes wirst und dich um Jesus, so soll das Kind heißen, und Maria gut kümmern kannst. Bitte hab keine Angst. Und vor allen Dingen vertrau Maria. Sie liebt dich von ganzem Herzen. Josef war überrascht, was der Engel ihm sagte. Auch er hatte noch nie zuvor einen Engel gesehen. Aber er spürte tief in seinem Herzen, dass Gott ihm und Maria diese wichtige Aufgabe gegeben hat. Und er spürte, dass er bei Maria bleiben wollte. Und das sagte er auch dem Engel. Du hast mir Mut gemacht. Ich glaube dir und ich glaube Maria. Aber ich bitte dich, bleib du bei uns und beschütze uns. Das, lieber Josef, will ich gerne tun. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Weg, der vor euch liegt, ist nicht einfach. Aber ich werde immer an eurer Seite sein. Als er das gesprochen hatte, war der Engel nicht mehr zu sehen. Maria war auf der Suche nach Josef, denn sie wollte noch einmal mit ihm sprechen. Sie sagte zu ihm, Josef, bitte, du musst mir glauben, dass ich dich liebe. Dieses Kind ist nicht von einem anderen Mann. Josef unterbrach sie sofort und sagte, Maria, gerade ist mir ein Engel erschienen und er hat mir alles erzählt. Du bist mutig.
dass du dazu Ja gesagt hast und ich werde dich nicht alleine lassen. Ich liebe dich und wir werden diesen Weg gemeinsam schaffen. Und dann nahmen die beiden sich fest in die Arme. Einige Monate später, als Maria bereits hochschwanger war, kam ein Bote des Kaisers Augustus in ihren Ort. Und er sagte allen Menschen eine Nachricht des Kaisers. Wir machen eine große Volkszählung. Der Kaiser möchte genau wissen, wie viele Menschen in seinem Land leben. Alle haben in ihren Geburtsort zu gehen. Macht euch also auf den Weg, wir dulden keine Ausnahmen. Und so mussten auch Josef und Maria sich auf den beschwerlichen Weg nach Bethlehem machen. Denn dort war Josef geboren worden. Das war eine schöne Geschichte. Ich bin so froh, dass der Josef bei der Maria geblieben ist. Ihr auch? Ich wusste ja schon. Jetzt haben die beiden einen ganz schön beschwerlichen Weg vor sich. Das wird anstrengend. Aber wir wissen ja, der Engel beschützt sie und es wird alles gut ausgehen. Und wir singen wieder zum Schluss unser Lied »Mein Licht geht auf und leuchtet«. Denkt mal drüber nach, für wen ihr vielleicht in der kommenden Woche ein Licht sein könnt, wen ihr mal einen Brief schreibt, ein Bild malt oder mal anruft. Dann wird das Licht in der Welt nicht nur durch die Kerzen am Adventskranz immer heller, sondern auch in unseren Herzen. Singen wir? Wir singen! Mein Licht geht auf und leuchtet, mein Licht bleibt nicht allein. Bald geht ein helles Leuchten weit in die Welt hinein. Von mir zu dir, von mir zu dir, weit in die Welt hinein. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Morgen mit dem nächsten Türchen. Tschüssi. Macht's gut.